Hey Saro und Konnichiwa, hier ist wieder euer WeHawkLP und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Star Drop. Was doch ein schönes Dreier-Vorstellungsteil. So, wow. Okay, jetzt geht's wieder. Kurz Speed-Taste und so. Ich habe in meiner Zwischenzeit mit dem Typ hier geredet, der hat mir die Town Map geschenkt. Und weiter umgesehen habe ich mich noch nicht, also nur ein bisschen durch die Stadt geguckt mal. My wife is unwind to Oak Meadow for a picnic. However, they may have left the picnic basket in the... Was ist ein Fridge? Das da? LOL. Ich schätze mal, den werden wir den vorbeibringen müssen. Naja. Die Supplies habe ich noch nicht geholt. Ich vermute mal stark, dass die im Pokémon-Markt sind. Und meins... Wisst ihr was? Über die Lex beschwere ich mich jetzt mal überhaupt nicht. Außer wenn gerade Kam... Oh, ich will mal Kamtasi sagen, wenn Avira aufgeht. Avira, geh weg. Mann. Der da war's, glaube ich. Ja. Sorry, but only the tea arrived. The rest of the supplies hadn't arrived from Star Drop City because of an obstruction in Rainbow Forest. You can have this tea anyway. Ja, wow. Sorry for any inconvenience. Have a nice day. Have a nice day. Was? Hey, you're your 9000 first customer. You win a free potion. Yay, free potion. Joa, dankeschön. Da würde ich eigentlich nur gucken, was er im Angebot hat. Egal, können wir in die Richtung weitergehen? Offenbar nicht. My boyfriend was meant to be here an hour ago. We're going to Rainbow Forest as soon as the boyfriends arrive. Toll, also da können wir schon mal nicht weiter. Wegen zwei Tussen, die den Weg blockieren. Klasse. Ah, gut, dann wieder zurück. Bring mir aus meinem Picknickkorb nach Oak Meadow. Oak Meadow sagt mir auch irgendwas. Könnte schwören, ich habe sowas schon mal gehört. Hm. Und ein wildes Keanu 88 greift uns an. Los, Keanu 88, besiege deinesgleichen! Wow, Keanu knapp Vorteil gegen Keanu. Nein, Spaß. Na, ne, es wird sicher noch so ein Running Gag hier so mit Keanu und Weehawk. Das Einzige, was ich lustig finde, schau dich mal in die Konstellation an. Was fällt euch auf, was verkehrt ist? Wer kommt drauf? Richtig, Schwalbini ist das fliegende Pokémon. Hm, warum habe ich den nicht Weehawk genannt? Ganz einfach. Das ist mir eigentlich nur so eine Idee gekommen, weil Keanu hat ja in dem Bestrafungs-Display von Weehawk SimCity hat ja öfters gesagt, versuch mal jemand anderes zu imitieren. So, dann dachte ich mir, warum nicht mal so machen, wie er es gesagt hat, jetzt tauschen einfach mal die beiden Rollen. Das bedeutet, dass Hydropi, das normalerweise Keanu 88 heißen würde, und der Schwalbini, das normalerweise Weehawk FD heißt, wird, tauschen uns einfach mal die Rollen. Sinnfrei, aber lustig. So, wir sind wieder zurück in unsere Heimatstadt. In Leadak Town. So, ich labere einfach mal Max an, was der dazu sagt, dass ich die Sachen gebracht habe. Oh, only some tea? I'm sure there's some more things. Alter, hau doch mal ab, Avira! They never rise from Star Drop City because of obstruction in Rainbow Forest? Hmm, very strange. But if you don't mind, please, could you get the rest of the supplies from Star Drop City? Thanks. By the way, I wanted to have this. Yay, Pokédex! That Pokédex is an encyclopedia on Pokémon, but its pages are blank. You see a lot of Pokémon on your way to Star Drop City, and I'd like you to record that data. You should get going now, I'll see you later. Gut, jetzt werde ich noch der Mutter und ihrem Sohn da dieses Päckchen bringen, ihrem Picknickkorb, den sie liegen gelassen haben. Wie? Ist die Beere wieder nachgewachsen? Geil. Yay, Orenberry. Sagst du mir? Are you going to Unity Lake? I heard you can find Phoebus there. Phoebus? 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 Was ist ein Phoebus? Naja. Oh, you got my picnic basket. Thank you. Yeah. Erfolg. Yes, yes, yes to say thanks. Yay, super bye. Cool, dankeschön. Das hat sich doch schon mal gelohnt. I hope my mom didn't forget the picnic basket. I want to eat a lava cookie. Lava Kekse? Ey, die sind von Yoshi geklaut. I tried fishing for Seabass, but they only caught Magikarp. Ach, das ist Bashwa. Unilake is where Suicune was born. Komm, das gucken wir uns jetzt mal, jetzt bin ich neugierig. Das ist Unity Lake. Hier ist niemand.
Ey, unser Dad ist voller Schwindel, hat gemeint, er wartet hier auf uns, aber nichts. Egal. Gehen wir zurück in den Regenbogen. Ich würde sagen, ich schneide das mal. So, wir sind wieder zurück in Silberstadt. Es leckt gerade wieder. So, soll's gehen. Ach, wir können durch. Schön. Wir sind auf dem Regenbogenpfad und das sieht nach unserem ersten Trainer aus. Priok ist vorne. Wunderbar. Los geht's. Ein Need Trainer? Ja, kann man so sagen. Ich hätte zwar das erste Mal Pokémon gespielt, als ich 10 war, aber ja, ich bin ein neuer Trainer. Oh, Level 45 das. Ich hätte mit was Herausforderungen gerechnet, wie ein Level 37er Knogger oder so. Naja, was soll's. Oh, Tackle. Das Zigzag ist hier mal sowas von keine Herausforderung, Kobe Hark. Los, tschüss mit dir. Level 9. Yeah, Level. Ich kann's. Ach komm, da schmeißen wir jetzt Macchiano raus. Zigzag ist wieder mal nur so ein Pokémon, das ich nicht trainieren werde. Ich will es nur wegen Item Pickup haben. Weil es eine nützliche Fähigkeit ist. So, Schnabelattacke. Naja, wenn Bedroher weg ist. Was ist das eigentlich für eine Fähigkeit, Keanu? Mal schauen. Guts, After Attack is Suffering. Ach, das ist, Adrenalin. Gut, das wird mir hier nicht bringen. Bei Leiden erhöht sich meine Angriffskraft. Also wenn ich Statusveränderungen abkriege, wie, Vergiftung, Verbrennung oder so, dann wird meine Angriffskraft, glaube ich, verdoppelt. Oder zumindest um 1,5-fach erhöht, weil Verbrennung reduziert sie nur, ich glaube, um, keine Ahnung, 10% und das andere erhöht sie halt nochmal. Um, was weiß ich, mindestens 30. Kann das sein, dass ich total Mist rede? Muss ich mal Sui fragen, der kennt sich damit aus. Wenn ich Sui bis zum nächsten Part mal wieder im Skype getroffen habe, dann frage ich ihn mal und dann kann ich es euch in der nächsten Folge verraten. Believe it, baby, believe it. So, weiter geht's. Die nächste Trainerin. Ist hier mal Ruhe? Excuse me, can we have a battle? Nein, können wir nicht, Schlompe. Bierfotzen. Ein Ball, dickes Arschloch. Ein Schwalbini, Level 5. Oh Mann, Hals ist wieder ganz trocken. Dabei habe ich doch gerade eben erst so ein leckeres Joghurt gegessen. Den ich in Episode 2 essen wollte, aber nur dazu kam, vom Deckel hier den Joghurt runter zu schlabbern. Wäre eine Schande, wenn man den einfach vergehen lässt. Oh. Aber Buttermilchjoghurt schmeckt gut. Boah, ich brauche was Neues zu trinken. Wo ist nur Limonade, wenn man sie braucht? Ich glaube, wir haben keine mehr im Haus, verdammt. Jetzt muss ich meine Wut an diesem Shroomish auslassen. Los, Keanu, du weißt, was du zu tun hast. Pick ihm das Auge aus! Und nochmal! Yeah, Keanu, yeah! Aber ich muss sagen, bisher sieht der Heck doch ganz nett aus. Mal was Neues. Ich bin nicht gemein, du hast gekämpft, du dumme Kuh. Lass mich in Ruhe. Alter, wie viele Trainer sind hier unterwegs? Das sind nämlich voll an einem Mondbergpass. Da waren auch so... Ui, ein Visor! Ein Visor, ein Visor, ein Visor. Visor klingt gut, Visor klingt nett. Und wenn das funktioniert, dann ist das Glück komplett. Ich bin dafür, dass wir das mitnehmen. Ja, Pokéball, los! Aber ich habe noch gar keinen Namen für dich, mein kleines liebes Visor. Wie nennen wir dich denn? Ach, das können wir später sicher noch überlegen. Gibt es bestimmt einen Namen bewährt oder so. So, wieso setzen wir mal vor? Wieso wird später zu Visenio und das ist echt praktisch. Weil, das entwickelt sich relativ früh. Und sobald das Visenio ist, kannst du außer dem Server und so ein Kram mal lernen. Und dann ist es... Vielleicht das macht es schon sehr nützlich. Weil ich ja Zigzag früher oder später aus dem Team rauswerfe. So, ja, Keanu. Keanu ist schnell. Keanu macht Schaden. Keanu ist gut. Und los, Schnabelattacke. Ich hasse Heule auf Dauer. Los, nochmal, Schnabel. Kannst du noch irgendwas anderes?
Und nochmal. Alter, jetzt macht mein Angriff nur noch die Hälfte. Los. Den schaffen wir noch. Ich glaube an dich, Keanu. Du kannst das schaffen. Und zack. Yeah. Keanu ist Imba. Damit wäre es auch erledigt. Und ich habe gerade wieder böse Lex. Schon wieder eins. Hätte ich ein weibliches gefangen, hätte ich ihm irgendwie so ein, wie einmal meine lieblingsjapanischen Spitznamen geben, Richan oder sowas weiß ich. Alter! Ich würde gerne mal meine Reise vor. Oh, wie geil! Sonnenkern? Das ist ja mein Ding. Vorteil für Keanu. Sonnenkern ist ja ganz offensichtlich ein Pflanzen-Pokémon. Und One-Hit. Das bedeutet, noch kein Level up? Na gut. Trainer Tipps. You can't catch a Pokémon that belongs to someone else. Draw Pokéballs only at wild Pokémon to catch them. Ist klar. Hey, I'm going to crush you! I'm going to crush you! Ladybar. Nur keine große Herausforderung von seinem guten alten Keanu. Keanu regelt das. Auch wenn seine HP schon ziemlich niedrig sind. Wie zieht denn der so ein Tackle? 2 KP kommt, das schaffen wir. Bam. Yo, und wie wir das schaffen. Level 5. Was jetzt? Wurmpel. Das ist ein Wurmpel. Räuspern. Mal schauen, wie weit Visor kommt. Mit 4 KP sicherlich nicht allzu weit. Nee, lieber doch nicht. Keanu. Keanu ist immer so die Nonplusultra-Lösung. Lol, das Wurmpel macht mehr Schaden als ein Ladybar? Irgendwie ein bisschen peinlich für das Ladybar, aber naja. Keanu reicht Level 10. Level! Und, das ist doch ein Weberack, ne? Komm, setz mir wieder. Hier schönes Gewechsel ein. Wird wahrscheinlich auch nicht viel höher sein, Level 6. Los, Keanu, du bist dran. Fadenschuss. Warum ist es so langsam? One-Hit. Das ist. Mit Keanu ist das hier super einfach, ey. So, ist der Weg jetzt endlich frei. Alter, wie lang ist die Straße noch? Und warum habe ich gerade so derbe die Lags? Aber ich habe gesagt, dass ich mich von den Lags nicht mehr beeindrucken lasse. Ich lasse Lags sein und spiele einfach. Alter, sogar da oben? It's a beautiful day, it's a beautiful morning. For coming home, it's a beautiful day. Oh, 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 sie hatten Voltilam. So eins hätte ich auch gern. Das ist ein Job für Weehawk LP. Los! Also ich glaube, es hat Statik als Fähigkeit, von daher greife ich mir lieber nur mit Lebensschelle an. Es macht eh genug Schaden, ich habe keinen Bock, dass Weehawk paralysiert wird. Und nochmal. Bam! Und Level 6. Und? Na, fast Level 10. That's it. That's it. Oh, was machst du hier? Rainbow Forest is said to have grown from a small patch of grass, the Ho-Oh flee over. Noch mehr Trainer? Was? Danach geht's in Wald. Ach, leck mich doch. Leute, ich setz hier mal. Ach komm, den einen besiegen wir noch. Dann haben wir, glaube ich, alle. Was hast du nur noch an Pokémon? Vogeltrainer. Ich wusste, es war ein Fehler. 4 Stück. Na komm, das machen wir jetzt auch mal im Zack-Zack-Verfahren. Weehawk, raus mit dir. Dupidupidup. Wir machen das jetzt einfach mal ganz schnell und schmerzlos. Ich hasse es. Ich vergesse immer, dass solche Typen, die Vogeltrainer sind, mehr als 3 Pokémon im Kampf benutzen.
Ach, wir lassen es einfach mal hier Weehawk draußen. Jetzt kann er sowieso Aqua-Knarre und dann... Dann geht das hier ratzfatz. Hat er von jeder Vogelsorte eins? Wahrscheinlich hat er jetzt noch ein Habitat oder so im Gepäck. Würde mich nicht wundern. Swablu? Ach, falsches Pokémon. Ey, geil, der hat ein Swablu. So, das war es jetzt aber endgültig für die heutige Episode. Wir speichern hier, würde ich sagen. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich geheilt habe und alles. Bis dann sage ich Rehato. Klingt sich aus. Bis dann, ciao.